Jo, Freunde, ich grüße euch zu diesem kurzen Infovideo. Und jetzt geht es nochmal darum, dass vor 2 Wochen oder guten 2 Wochen mittlerweile der Bundesrat ja soweit das Tempolimit in Deutschland abgelehnt hat. Allerdings wurden da ja einige andere Gesetzesänderungen laut der Straßenverkehrsordnung soweit aufgenommen. Und ich habe mir die Sachen jetzt im Detail hier auch nochmal komplett angeguckt. Und da sind mir wirklich einige Sachen, die uns alle sehr, sehr täglich im normalen Straßenverkehr betreffen, wirklich durch die Lappen gegangen. Im Olli-Redet-Kanal, hier gehen wir mal kurz darauf ein. Im Olli-Normal-Kanal, da machen wir das Ganze nochmal ausführlich. So ist es nämlich, was ich ja schon gesagt habe, dass innerorts man sogar ab 21 km/h drüber dann auch jetzt den Führerschein für einen Monat abgeben muss. Das war ja vorher nicht so. Und zudem bekommt man aber auch noch 2 Punkte dazu. Und zugleich, und das steht in keiner Relation, wie ich finde, bekommt man immer noch nur einen Monat den Führerschein abgenommen und 2 Punkte, also alles gleich, bis auf 80 Euro zu 200 Euro in der Geldstrafe, bis 50 km/h zu viel. Sorry, aber in welcher Relation steht das denn, wenn ich innerorts in der 30er-Zone von der Schule oder von einem Kindergarten mit 51 zu viel fahre oder ich fahre, jetzt muss ich rechnen, mit 50, mit 80? Sorry, aber das steht in gar keinem Verhältnis. Das ist absoluter Schwachsinn, was hier gemacht wurde. Und so muss man auch ganz klar noch einen weiteren wichtigen Fakt dazu aufzählen. Mittlerweile ist es nämlich so, dass man ab 16 km/h zu viel, egal ob innerorts oder außerorts, direkt einen Punkt dazu bekommt. Das ist mir nämlich auch durch die Lappen gegangen und habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Und das ändert wirklich viele Art Fahrverhalten, weil ich weiß, viele Bekannte und Freunde, die sagen, jo, fährst du mal 15, fährst du mal 18 drüber, da kannst du noch gut einschätzen, da kannst du auch gut schnell noch reagieren. Und gerade außerorts macht das nicht so viel aus. So in der 70er-Zone, zack, fährst du 87, zack, heute, wenn du geblitzt wirst, je nach Tachoabweichung, hast du dann schnell direkt mal einen Punkt. Und die Punkte bei nur 8 maximal mittlerweile, wurde ja auch verschärft vor ein paar Jahren, ist es schon sehr, sehr unattraktiv geworden. Und genauso muss man natürlich auch einfach beachten. Man versucht damit, so ist mein Empfinden, wirklich das gänzliche Autofahren in Deutschland einfach weiterhin viel, viel unattraktiver zu machen. Und zudem, wie oft fährt man denn an einer Position vorbei, an einer Stelle vorbei, wo es nicht klar eindeutig ist, wie viel Km/h war denn da? Bin ich mir dann gar nicht so sicher. Ist jetzt hier eine Bundesstraße oder Landesstraße mit 70 oder darf ich hier 100 fahren? Und dann ist man ganz schnell in diesen wirklichen Gefilden, wo es dann entweder auf mehrere Punkte hinausläuft oder aber auf ein Monat Fahrverbot oder beides in Kombination. Schreibt eure Meinung unten rein.